Recht herzlich willkommen zur 79. Folge von Grand Age Medieval. Ja, hier sind wir in Tschernowitz wieder und sollten hier gucken, dass wir was kaufen oder verkaufen. Um dann wieder drüben in, keine Ahnung wie der Ort hieß, Tschernitz, Polowitz oder so ähnlich, wieder was loswerden, ne? Aber hier ist irgendwie gerade nicht das beste Rennen. Okay, hier geht was. Salz 120 können wir auch noch zukaufen, aber ich glaube, jetzt können wir da auch nicht los, ne? Aber Salz lohnt immer eigentlich, oder? Dann hätten wir sogar verkaufen. 80? Ne, 80 muss Gear kaufen. Wir wollen auch ein bisschen Gewinn machen, ne? Ja, komm, 95 ist cool, machen wir. Und Getreide lohnt nicht hier. Das geht sofort hoch, brauchen wir also auch nicht. Hier könnten wir was verkaufen, Wolle. Machen wir mal die 21. 49 lohnt nix. Und das ist alles gut. Ja, jetzt haben wir jetzt was gekauft? Ja. Rot. Aber minimal nur, ne? Ich geh mal gerade nach Wisna und guck da rein, was da ist. Vielleicht ist da noch was zu holen und dann notfalls auch noch nach Krakau. Mal schauen, ob wir da was kriegen, ne? Oh, hier gibt's Bier. Sogar relativ günstig. Das Prunk ist natürlich teuer. Das Brot können wir hier schon verkaufen, ne? Zack, hier weg, egal. Kaufen wir hier das. 184 Bier. Na komm, nehmen wir mit. Hier können wir verkaufen. Getreide. Getreidefälle. 6 Fälle weg. Und hier können wir auch ein bisschen Salz loswerden. Auch 6 Mal. Und auch selbst das. Der Honig wird hier gut verkauft. Auch weg. Oh, guck mal, Getreide an. Toller Preis. Also haben wir ja nicht. Aber hier haben wir Wolle. 6 davon weg. So, was könnte man noch zukaufen? Hier nicht wirklich was, ne? Außer das Bier halt, ne? Komm, die nehmen wir noch mit und dann ab nach Krakau. Aber dann fällt natürlich die 6%, die wir da hatten, ne? Die fallen auch wieder runter, ne? Aber irgendwas müssen wir auch zum Handeln haben, ne? Boah, wird sich alles ziemlich lohnen hier, ne? Salz. Zehnmal, das geht auch Honig. Da ist 134 bei 30, okay. Früchte mit 60 ist eigentlich günstig, aber steigt auch sofort, ne? Ja, zack, nehmen wir einen mit. 60-60 ist klar, hier geht vielleicht was, oder? Ja, das ist nicht schlecht. 10 davon. Das ist, glaube ich, auch niedrig, 80, ne? Kohle ist teuer. Oh, hier Wein. Ah, aber steigt sofort, ne? Und das waren die Finger besser von. Ich glaube, das können wir jetzt erstmal so lassen. Dann nach Tschernowitz wieder. Und dann über Kiew dahin. Die Baugruppe ist fertig. So, das Brot nehmen wir auf jeden Fall was mit. Komm, wir machen 10, auch wenn das 204 kostet. Ja, nee. Da können wir noch Felle verkaufen, aber auch nicht wirklich gut. Lassen wir so. Salz kann man ja zukaufen. Honig geht weg. Komm, zack, reicht. Ja, weg damit. Ja.
jetzt auch weg, ist nicht schlimm. Weg damit. Auch weg damit. Gut. Auf nach Kiew. Sind die schon fertig? Dann sollen sie weiterarbeiten, ne? Packen wir es an. So, da haben wir den Händler wieder. Und die sind schon am Straße ausbauen. Das ist schön. Ah, Brot könnte man hier locker verkaufen. Aber das bringt uns nicht wirklich was, oder? Obwohl, eigentlich müsste man hier diese Stadt nehmen, ne? Weil hier ist definitiv klar, dass man hier besser die Punkte kriegen kann. Also wegen der Entfernung, ne? Oh, hier geht was. 18 davon weg. 145. Fällt sofort runter. Bringt mir also nichts. Da ist ähnlich. Der Preis ist schon auch niedrig. Zum Kaufen zu teuer. 250, ja. Gibt's auch billig, haben wir auch schon gehabt. Nehmen wir 3 davon mit. 144. Haben wir 3. Wolle können wir wieder zukaufen, aber ich möchte keine Wolle kaufen. So, und den Rest nehmen wir hier mit, oder? Geht da noch was? Ja, da geht auch noch was. Woran hapert es am Geld? Nee. Ach, der Wagen ist dann voll, alles klar. Gut, dann mal hier rüber jetzt nach Dnipropetrovsk. Was war da? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Bogenschütze. So. Also Brot geht. Wieder 2%, ne? Voll runtergesackt. Das Bier geht auch. ...104 vom Bier. Oh, da gibt es richtig 8 Stück. Ja, das ist hier noch billiger, da kann man wieder zukaufen, ne? Salz ist ähnlicher Preis, ähnlicher Preis. Haben wir nicht, ist auch nicht billig. Hier können wir zukaufen. Hier können wir die 3 verkaufen. Und da können wir was zukaufen. 2. Hier geht was verkaufen. Haben wir 9%. Ah, gleicher Preis. Die 14 dabei. Kriegen wir die 10% gesprengt. Nö. Mit denen auch nicht wirklich. Nur Ballast auf dem Wagen gewesen, ne? Lohnte nicht. Warte mal, hier geht doch noch was, oder? Verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Gut, hier sind wir losgeworden. Also mitnehmen können wir ja das Getreide, ne? 16. Lassen wir mal so. Und auf geht die Reise. Zügig voran, damit wir da wieder schnell hinkommen. Bei 9% waren wir diesmal, ne? Tja. Sieht das alle rentiert? ...140, da. Fälle können wir hier kaufen. Salz 120 ist passend, das ist passend. Das weg. Ah, das lohnt nicht. Hier können wir verkaufen. 144 lohnt nicht. Kannst du noch zukaufen, aber will ich jetzt nicht. Die weg. Und das kostet das gleiche.
Ein paar Ziegelsteine nehmen. Für 27, ne? Ja, das ist alles nicht. Tja. Schon Einmal unterwegs. dahin. Gucken, wie wir es schaffen. Ja, bis dahin ist er ja relativ flott, aber dann kommt der Bautrupp, der dann noch nicht fertig ist, und dann wird es langsamer, ne? Meine ich auf jeden Fall. Okay. Rot werfen. Gehen nur zwei. Ja, lohnt nicht. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Zu teuer. Dann nehmen wir drei von. Hier können wir noch was verkaufen. 12. Teuer. Teuer. Oder können wir verkaufen? Siebenundsechzig. Ja, machen wir nicht. Na komm. Ach, eigentlich ist es auch schon mit 50 ein Toppreis, ne? Ja, was machen wir jetzt? Schon unterwegs. Ja, wir müssen einfach irgendwo was herkriegen, dass wir das wieder handeln können, was sich lohnt, ne? Hier ist Brot zum Beispiel wieder, ne? Geht, lohnt nicht, lohnt nicht, lohnt. Aber auch nicht wirklich. Das passt. Die drei, ne? Lohnt nicht. Preis fällt sofort runter, ist identisch. Hier geht was, ja. Die 30 haben wir jetzt gekauft. Ich glaube, das ist auch billig. Jetzt in Kohle wäre auch billig. Nehmen wir 12. Der Wein geht sofort hoch, ne? Ich nehme die 16 Wein mal einfach mit. Hier geht noch was. Aber wird auch gleich teuer, ne? Lohnt sich nicht. Ach, warte mal, Früchte mit 60 ist ja günstig, ne? Aber steigt auch gleich, ne? Nehmen wir noch mit, fertig. So. Da nochmal Mitgenommen. hin. Straße ist schon fertig bald. Das ist das letzte Stück. Brot kaufen. Wir lohnen nicht. Hier können wir noch verkaufen wahrscheinlich. Ja, lohnt auch nicht. So, Honig. Das können wir komplett. Lohnt nicht. Hier geht was. Das ist auch gegangen. Die 6 noch weg. Die weg. 48. Alles weg. Wein 200. Kommt schon weg, egal. Den haben wir auch weg. Ist auch weg. Mit So, dann da Freuden. hoch. Straße ist bald fertig. Fehlt nur das kleine Stückchen hier.
Weiß aber auch nicht, ob wir nochmal verbessern können. Ich glaube aber schon, wenn man die Zacken hier sieht, ne? So, Brot haben wir 5, können wir hier verkaufen. Preis ist identisch. Früchte, da geht der hoch. Getreide. Geht nicht mehr, also geht schon Wagen voll, sagen wir so. Ist noch billiger hier die Wolle, ne? Das lohnt ja nicht. Ja gut, aber ich würde sagen, dann sind wir wieder auf dem Weg hierhin und können da reingucken. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.